Es ist ein großartiger Tag heute. Wir eröffnen ja nicht nur einen Ausstellung- und Veranstaltungsbereich, Stabi Kulturwerk, sondern das Haus ist endgültig fertig. Und es ist eben nicht nur eine Bibliothek, sondern auch ein Ort für die Öffentlichkeit. Die Schätze und Potenziale dieses Hauses und der Sammlung sollen jedermann sichtbar werden. Und meine Damen und Herren, wo können Sie sonst eine Gutenberg-Bibel aus dem 15. Jahrhundert und eine Charlie Hebdo-Ausgabe von 2016 nebeneinander sehen? Richtig, es geht nur hier in der Staatsbibliothek. Ja, es ist ein wunderbarer Raum. Wenn man die Herzen aufmacht und die Augen und diesen Raum spürt, ich glaube, dann ist es heute ein wirklich ganz, ganz wichtiger und ein ganz großer Moment. Ich zitiere: Ich habe mir das Paradies immer als Bibliothek vorgestellt, schrieb Jorge Luis Borges, selbst Schriftsteller und Begründer des magischen Realismus. Dass er außerdem Direktor der argentinischen Nationalbibliothek war, kam seiner Vorstellung vom Paradies sicher entgegen. Nun, hier und heute mit der Eröffnung des Kulturwerks darf man sagen, dass die Staatsbibliothek zu Berlin ein ganzes, ganzes Stück paradiesischer geworden ist. Ich wünsche diesem wunderbaren Haus deshalb viele sehr, sehr neugierige Besucher und Besucherinnen und bin mir sicher, dass sie das auch haben wird. Ich danke Ihnen und gratuliere. Heute ist die Zahl 13 eine Glückszahl, denn am heutigen 13. Juli feiern wir die Vollendung dieses Baus und zugleich eröffnen wir eine Ausstellungsfläche, die auch vor 13 Jahren, nämlich Anfang 2009, von einem Preisgericht in den grundlegenden Eckpunkten so beschlossen worden ist. Und in diesen 13 Jahren haben so viele Menschen Energie und Engagement in dieses Projekt gesteckt, dass ich die Rede des Generaldirektors jetzt nicht einfach so einsam und alleine hier halten wollte, sondern dass ich eine Teamleistung für den Festbeitrag der Staatsbibliothek organisieren wollte. Nach einer kurzen Einführung der lieben Kollegin Frau Pohlmann werden wir Ihnen einfach 5 Exponate vorstellen aus der 300 Objekte umfassenden Dauerausstellung, um Ihnen einen Einblick zu vermitteln. Ihnen, liebe Frau Pohlmann, sowie allen anderen Genannten und den vielen Ungenannten danke ich herzlich für Ihre so engagierte, unermüdliche Arbeit. Frau Pohlmann, die Bühne gehört Ihnen. Vielen Dank. Meine sehr geehrten Damen und Herren, es gibt wenige Orte, an denen man auf engem Raum, so wie am heutigen Abend, gleichzeitig ein Astrolabium aus dem 16. Jahrhundert, Auszüge aus den amerikanischen Reisetagebüchern von Alexander von Humboldt und eine zweite Auflage von Heinrich Hoffmanns Struwwelpeter bewundern kann. Wenn das Stabi-Kulturwerk nun seine Pforten öffnet, können Sie diese und weitere Bestände der Staatsbibliothek aus nächster Nähe betrachten. Neben den unterschiedlichen Sammelschwerpunkten und Fachinformationsdiensten der Bibliothek, die sich dort vorstellen, sollen in jährlich mehrmals wechselnden Präsentationen zukunftsträchtige Projekte der Bibliothek öffentlich gemacht werden. Den Auftakt bildet dabei ein Ausblick auf die E.T.A. Hoffmann-Ausstellung, die am 17. August als erste Sonderausstellung im Kulturwerk zu sehen sein wird. Und last but not least wurden alle urheberrechtsfreien Exponate digitalisiert. Und das ist wirklich ein besonderer Reiz dieser Ausstellung, dass Sie auf der einen Seite die Exponate in der Vitrine sehen, aufgeschlagen an einer Stelle, die wir alle, die Kuratorinnen und Kuratoren, für besonders wichtig hielten. Aber es ist ja immer wieder enttäuschend, man möchte natürlich weiterblättern. Und diese Möglichkeit haben Sie also digital, wenn Sie mit Ihrem Smartphone durch die Ausstellung gehen, da sind QR-Codes drauf und Sie können dann das gesamte Werk betrachten, entweder in der Ausstellung oder eben auch zu Hause. Sie alle werden in diesem vielfältigen Labyrinth des Sammelns Ihre Lieblingsexponate entdecken. Und zum Abschluss darf ich Ihnen noch mein persönliches Lieblingsstück vorstellen. Es handelt sich
um eine hier natürlich reproduzierte Originalillustration zu Gullivers Reisen von Hans Balzer, 1958 in Berlin erschienen und in der Sammlung von Originalillustrationen in der Kinder- und Jugendbuchabteilung sind diese kleinen Kostbarkeiten erhalten geblieben. Wir haben die übernommen und sie machen es möglich, dass man den Weg von der Skizze über die Originalillustration bis hin zum gedruckten Buch nachverfolgen kann und das können Sie dann nachher auch in der Ausstellung sehen. Und jetzt gebe ich weiter an meine Kollegin Melinee Pilivanjan, die den orientalischen Teil der Sammlung kuratorisch verantwortet hat. Danke. Ich bin gerne der Aufforderung nachgekommen, ein Lieblingsobjekt vorzustellen. Eine persische Shahnameh-Handschrift aus dem Jahr 1605. Geschildert wird die vorislamische Geschichte des Iran von den mystischen Königen bis zum Untergang des Sassanidenreiches und der Eroberung Irans durch die muslimischen Araber im 7. Jahrhundert. Die Shahnameh-Handschrift, die Sie heute im Original im Stabi-Kulturwerk bestaunen können, wurde in der persischen Hauptstadt Isfahan hergestellt. Sie besticht mit 67 ganzseitigen und außergewöhnlich schönen Miniaturen. Etwas despektierlich könnte man sie mit einem Comic vergleichen, so detailreich und sprechend sind diese Bilder. Jetzt versuche ich das mal, dass das alle sehen können, das ist schwierig. Hier sehen Sie, wie Gushtasp, einer der mystischen Könige der iranischen Geschichte, Gott betend für den Sieg über einen großen blau dargestellten Drachen dankt. Jetzt bitte ich Frau Thela-Mittmann auf die Bühne. Sie ist die verantwortliche Restauratorin für das Kulturwerk und wir freuen uns, dass sie jetzt heute den Erfolg genießen kann. Ich möchte Ihnen gerne einen Theaterzettel von der Premiere des Stücks Die Ratten von Gerhard Hauptmann am 13. Januar 1911 im Lessing-Theater in Berlin vorstellen. Ein kleiner Zettel, schnell und günstig produziert, aber in einem schlechten Zustand. Bei der Begutachtung war mir klar, dass dieses Objekt so nicht ausgestellt werden kann. Für mich als Restauratorin stellten sich sofort die Fragen nach den Möglichkeiten der Behandlung, nicht nur für dieses eine Blatt, sondern letztendlich auch für die Sammlung, die aus insgesamt 270.000 Blatt besteht. Unser Auftrag ist die dauerhafte Erhaltung aller Bestände. Jetzt gebe ich das Wort weiter an Herrn Heinz. Herr Heinz, stellvertretender Leiter der Kartenabteilung. 1822 hat Karl Wilhelm Kummer dieses Kartenrelief von Deutschland aus Papiermaché hergestellt. Er hat es in Formen getan und hat es mit Ölfarben bemalt. Auch die Beschriftung ist von Hand, jedes einzelne Exemplar, das er gefertigt hat. Was ich Ihnen an diesem Stück zeigen möchte, ist die Mehrdimensionalität der Objekte, die im Kulturwerk zu sehen sind, also die vielen Bezüge, die es dafür gibt. Eine Dimension ist ganz klar, hier gibt es eine dritte, also das Auf und Ab der Erdoberfläche wird auf einem Kartenrelief richtig spürbar. Manche der Reliefs von Kummer haben aber auch die Dimension der Zeit, denn sie sind beim Kolorit nur mit Naturräumen bemalt worden, ohne politische Grenzen. Und es wurde empfohlen, dass man auf diesen mit Kreide oder mit Wasserfarben jede historische Situation auch darstellen könne und dann wieder ablöschen. Das führt dann in die Dimension des Schulbetriebs und aus diesem kommt eigentlich das Relief auch, denn Karl Wilhelm Kummer hat die Reliefproduktion von dem Gründer der Berliner Blindenschule, August Zäune, übernommen. Das führt wiederum in unser Stabi-Kulturwerk. Sie finden an verschiedenen Vitrinen kleine Nischen mit barrierefreien Tafeln zu einzelnen Objekten, wo Sie das also in Brailleschrift nachlesen oder nachfühlen können. Beispiel das schwarze Buch der Farben, aber eben auch eine Deutschlandkarte. Das finden Sie immer irgendwo in der Nähe der Objekte, die in den Vitrinen liegen. Jawohl, Nummer 5. Und ein Beispiel habe ich Ihnen mitgebracht von Wladimir Majakowski. Ein wunderschöner Gedichtband, in Berlin gedruckt, von 1923. In einem Berliner Verlag erschienen, in der Gestaltung von L. Lisitzky. Der hat es wie ein Adressbuch gemacht mit so einem Daumenregister zum schnellen Auffinden der Gedichtanfänge. Und der Band heißt Liagolosa für die Stimme und wurde publiziert in einem Verlag mit dem treffenden Namen Gosidat, Lebensmittel. Und das genau ist es doch, was Kultur und was Lesen bis heute sind, Lebensmittel.
Und damit sind wir mit unserem Teil zu Ende. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. So, und jetzt können wir uns streiten, welches Kind, welcher Jugendliche welches Bild bekommt. Ihr könnt dann auch tauschen. Ja? Vielen Dank. Sehr geehrte Gäste, eine Vielzahl von Architektinnen und Ingenieurinnen waren an dem Gesamtprojekt hier beteiligt. Das Bibliotheksmuseum, heute Stabi Kulturwerk, war bereits 1999 Bestandteil des Planungsauftrags. Und ich glaube, das kann man heute wirklich sagen, es ist die Schatzkammer. Und ich glaube auch, es wird so etwas wie das Herzstück dieser Staatsbibliothek. Ich fand es gerade wunderbar, wie wir schon kennenlernen dürfen, welche Exponate man dort zukünftig auch sehr, sehr nah persönlich beobachten kann, was bisher verborgen war in den geschützten Räumlichkeiten dieses Hauses. Ich möchte hier an dieser Stelle nun letztendlich nur die Gelegenheit nutzen, mich bei allen Beteiligten zu bedanken für die konstruktive und kompetente und engagierte Zusammenarbeit auf Nutzerseite, auf Bauverwaltungsseite mit allen freischaffenden Beteiligten, die zum Gelingen dieses Projektes beigetragen haben. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Ich wünsche euch allen, uns allen, Ihnen allen heute einen schönen Abend. Ich wünsche den Besuchern viel Freude beim Erleben und Entdecken des Stabi-Kulturwerks. Und Herr Generaldirektor Bond, ich wünsche Ihnen und Ihren Mitarbeitern, dass wir hiermit Ihnen gute räumliche Rahmenbedingungen geschaffen haben, dass Sie genau in dem Sinne, wie Sie es heute demonstriert haben, weiterhin hier gut wirken können und gute Räumlichkeiten haben, um ihre Schätze den Besuchern und Bürgern und den Studierenden hier bereitzustellen. Herzlichen Dank und auf einen schönen Abend. Ja. Hier ist Rachel Hermlin und Strange Fruit. From the poplar trees.